So, hallo Leute. Willkommen, erster Kurs für Linux. Ich mache ein bisschen Parteiverwaltung in diesem kleinen Kurs und das Einloggen auf dem RedNest Server. Ich hatte gesagt, wenn man sich irgendwie von Linux einloggt, Username, Hostname, Port 4122. Auf anderen Programmen ist das irgendwo teilweise anders, dann muss man den Port irgendwo anders eintragen oder man schreibt hier hinten mit Doppelpunkt hin. Das kommt auf das Programm, also auf den SSH-Client an, den ihr benutzt. Ich benutze hier einfach direkt SSH. Das funktioniert auf Android. Wenn man unter Termux arbeitet, das ist eine Linux-Shell, funktioniert es genauso. Aber ihr könnt es auch eben über den Connect-Port machen oder sowas. Wir loggen uns ein. Das sieht dann so aus. Wir haben den Login hier. Wir melden uns sozusagen mit einem Raspberry Pi. Ein bisschen tralala, das ist alles statisch, das verändert sich nicht. Ich schreibe hier nochmal hin, dass mein Username Pi ist. Dass wir den Marco Barracuda benutzen. Wenn ihr das im Web nachschlagt, dann wisst ihr, wie dieser Webserver funktioniert. Dass wir Lua 2.1 Beta 3 irgendwie installiert haben und dass das das ganz Neue ist. Und dass ich meinen letzten Login von dieser Adresse gemacht habe. Diese Adresse, da kann man dann nochmal gucken, und wie stimmt das denn? Irgendwie, oder hat sich jemand anders unter meinem Namen eingeloggt? Nein. Also ich weiß es jetzt, dass es alles in Ordnung ist, aber ich könnte zum Beispiel GeoIP Lookup von dieser Adresse machen und dann feststellen, wo ist dieser Typ eigentlich hergekommen. Und dann steht da, er ist von Hamburg gekommen, irgendwo aus dem Bereich sowieso. Das stimmt hier natürlich nicht. Das ist die Adresse von dem Server, an dem ich momentan angemeldet bin. Das heißt, das ist mein Provider Kabel Deutschland. So, wir können, wenn wir da sind, dann sagen wir erstmal PWD. Das heißt, die Directory, in der wir sind, wird dann angezeigt. Na, also zeig mir die aktuelle Directory. In der Directory Home sind alle Home Directories und jeder hat dort eine Unterdirektory, in dem Fall Pi, wo das dann rausgeht. Das hier ist Root sozusagen, das ist der unterste Ebene von allen Sachen, da ist in das System. Das spielt keine Rolle, aber im System findet man eben, das ist so ein Tree, der dann aufgebaut ist. Da gibt es dann Home und aus Home geht das dann irgendwie weiter, irgendwie bis wir CD, wenn man nur CD machen, sind wir auf jeden Fall im in unserem Home. Unseren Home können wir auch schreiben mit ls tilde. Tilde steht für Home. Das ist eine Abkürzung. Wir können auch schreiben String Home, gibt eine Variable, die ist genau dasselbe. So, das kann man dann machen. Und wie es gibt in einigen Situationen, wo man das irgendwie braucht. Ich schreib das hier trotzdem mal hin. So, wir machen eine neue Directory auf. Make dir Test. Achso, haben wir eben schon gemacht. Test, gehen wir mal rein. Da ist jetzt ein Hallo Lua drin. Wir haben, das ist schon die dritte Aufnahme. Wir haben irgendwie hier die Benutzerrechte. Wir haben ein kleines Programm, das wir irgendwie austippen können. Hallo Lua ist 0, weil Länge 0. So, wir können die Länge von Dateien, wenn wir zum Beispiel hier rausgehen, nochmal zurück, können wir sagen LSL. Zeig mir irgendwie sozusagen alle Dateien mit Längen an. Zeig mir alle Dateien, auch die versteckten an. Zeig mir alle versteckten Dateien mit Längen an. Und wenn wir zum Beispiel bei Downloads uns angucken und da mit Längen, dann sehen wir, die Längen sind irgendwie ein bisschen eklig. Die sind sehr lang, weil das sind irgendwie große Files, die ich runtergeladen hat. H dahinter, dann ist es human-freundlich und dann könnt ihr sehen, das sind 22 Megabyte, das sind so viel Megabyte, dann braucht ihr nicht die Nullen zählen. So, das sind so die wichtigen Sachen für LS. Ihr könnt mehr zu LS erfahren, wenn ihr man ls macht. Da kriegt ihr praktisch den ganzen Kram raus. Und jeder Linux-Befehl hat auch noch ein kleines Help. Direkt da, das ist dann praktisch irgendwie in diesem Fall dasselbe. Ist es dasselbe? Ich weiß es gar nicht. Ja, es ist dasselbe, aber es wird nicht so schön gedruckt. Aber die meisten Befehle haben noch ein minus minus help. Wenn ihr kein man habt dafür, habt ihr ein minus minus help. Und wenn ihr das nicht habt, dann habt ihr irgendwie sowas wie ein ls minus h oder sowas. Das geht auch noch bei manchen. Also es
ist leider nicht ganz eindeutig. Aber gehen wir nochmal in unser Test-Directory rein. Hier haben wir unser Dings drin, unser kleines Lua-Programm, das wir zum Laufen lassen wollen. Wir sehen erstmal, diese Directory, dieses File gehört dem User Pi, der Gruppe Pi angehört. Und das Erstellungsdatum ist hier. Die Größe ist hier. Und hier vorne steht immer ein D, wenn es eine Directory ist. Wenn es nicht ist, ist es gar nichts. Und dann RWX, RWX und RWX für den User, für die Gruppe und für alle anderen. Das heißt, alle können diese Datei lesen, die Gruppe kann das lesen und ich kann lesen und schreiben. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte die Gruppe ändern, dann sage ich CAO von WWData, zum Beispiel von Hallo Lua. So, dann kann ich das nochmal machen. Dann sehe ich, jetzt gehört diese Datei WWData und alle Leute, die in WWData sind, können diese Datei jetzt, also lesen konnten sie vorher auch schon, aber jetzt, wenn wir zum Beispiel sagen, wer ist denn in der Gruppe WWData? Und da stellen wir dann fest, da ist jeder drin. Der User WWData ist außerdem noch mit drin und Marco, unser Webserver ist drin und Pi ist drin. Das heißt, die sind alle in der Gruppe drin und die ganzen User sind alle ebenfalls enthalten. Das seid ihr. So, das heißt, wenn wir zum Beispiel Members von Enigma machen, dann kriegen wir die Members von Enigma machen, dann kriegen wir die Members von Enigma. Okay. Das heißt, wir haben unsere Group. Wenn wir jetzt aber praktisch eine neue Datei machen, touchTest.txt, und wir machen das so, dann wird das immer als Pi angelegt. Das ist ja doof. Wir rm removen das. Ich mache mal rm remove ist löschen. Dann ist sie weg. Und wir sagen jetzt mal New Group www.data. So, jetzt wechsle ich meine Default-Gruppe. Das ist meine voreingestellte Gruppe. Wenn ich jetzt, ich mache nochmal LSL, dann habe ich nur eine Datei. Ich mache nochmal praktisch eine neue Datei auf. Touch, hallo, touchTest.txt, Test.txt. Und wenn ich jetzt mache, dann seht ihr, wird das automatisch angelegt als diese Gruppe www.data. New Group Pi, das ist meine Default-Gruppe. Das ist dann so da. Wenn ihr wissen wollt, in welcher Gruppe ihr gerade seid, dann könnt ihr irgendwie zum Beispiel sagen, erstmal könnt ihr sagen, in welchen Gruppen seid ihr überhaupt drin. Bei mir sind das jetzt eine ganze Menge. Aber zum Beispiel kann man dann sagen, Student, da seid ihr auch drin. Also wenn ich zum Beispiel bei Student sage, Members, Student, da bin ich auch drin. Bei Student bin ich ebenfalls drin. Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, alle Students sollen, also ich mache jetzt mal New Group Student. Zack, da bin ich. So, CR Mod, alle, also Username, Gruppenname, ja, CR, nee, CR noch, CR Mod ist falsch, CR Own. Username, Gruppenname und alle Dateien, die da sind. So. Ich kann den Pi kann ich weglassen. Das funktioniert genauso. Dann bleibt der Pi erhalten. Also bleibt der User erhalten, aber die Gruppe wird geändert. LSL, da haben wir den Studenten und alles ist gut. Wir haben MacTier A, B, C. Jetzt haben wir die Directories A, B, C, die alle für Studenten freigegeben sind. Wie gesagt, automatisch irgendwie in den Rechten, die wir haben. Ich kann sagen, zum Beispiel irgendwie die Mod, das heißt, ich will jetzt verbieten, dass die Gruppe und alle anderen da irgendwas mitmachen können mit A, B, aber irgendwie C soll irgendwie zugriffsfähig sein. So, seht ihr, was sich da geändert hat? Das heißt, jetzt kann in die A, B kann nur noch ich rein. In C können alle Studenten rein und alle anderen. Und deswegen will ich jetzt von C, will ich, dass alle anderen dort, alle übrigen, die nicht in der Gruppe Student sind, sollen dort auch nicht reingehen können. Und das X steht für reingehen, R steht für lesen, das L ist eher wichtig für Dateien.
So, und für, wenn ich zum Beispiel sagen will, dass jemand anders das editieren können soll, dann muss ich entsprechend die das Write Flag setzen. Also Gruppe plus W für Hallo Lua. Dann kann ich sehen, da jetzt ab jetzt dürftet ihr auf diese Datei schreiben zugreifen. Okay? Das heißt, wenn ihr in einer Gruppe arbeitet, dann könnt ihr das irgendwie bestimmen, dass ihr zwar diese Datei selbst erzeugt habt, dass eure Gruppe in dieser Datei aber arbeiten darf. Das ist wichtig. Aber ansonsten keiner, weil die anderen dürfen das zwar lesen, aber sie dürfen nicht schreiben. So, das Betreten von Directories kann man eben verbieten. Man kann irgendwie es Lesen, Schreiben verbieten. So, und jetzt kann man sagen, wenn wir irgendwie, sagen wir mal, wir gehen bei C rein, CDC, touchen hier. Datei 1.txt, gehen wir raus, C nach B rein, touch Datei 2.txt und gehen wieder raus. Dann sehen wir es nicht. Jetzt können wir das ganze Ding anzeigen, Tree. Dann können wir sehen, was ist insgesamt vorhanden in diesem Directory-Tree. Wir können auch sagen, wir nehmen auch die versteckten Dateien mit dazu, die mit Punkt da sind. Wenn wir zum Beispiel so, ls hatte ich ja vorhin gezeigt, wenn man irgendwie ls a macht von home, dann werden für solche Sachen wie Plan und Profile angezeigt und andere Sachen auch noch. So, diese Dateien zum Beispiel sowas wie die bash rc, das ist praktisch so eine Setup-Datei, um wie ihr könnt euch die rauskopieren. Ihr könnt die Sachen zum Beispiel kopieren, wenn wir zum Beispiel sagen, copy hallo Dings ja nach irgendwie hello.lua. Kann man machen. So, dann haben wir das kopiert. Wir können das auch umbenennen. Wir können auch sagen, move hello Lua nach miau, ne, miau.lua. So, und damit hätte ich jetzt irgendwie praktisch ein neues Programm. Jetzt kann ich dieses Lua-Programm mal editieren. Das können wir machen mit Nano. Hallo Lua. Schreiben unseren Print. Hallo Welt. Ctrl X steht on, wenn. Dann fragt er, veränderter Puffer speichern? Ja, J. Dateiname speichern soll bleiben, einfach Return drücken, das war's. Wir machen Cut, hallo Lua. Okay, da haben wir es. Lua just in time. Hallo Lua. Da läuft er. Jetzt machen wir das nochmal irgendwie Nano. Hallo, gehen wir nochmal rein und wir machen diese berühmte magische Zeile. User bin Environment und Lua just in time. Dann, ich bin immer auf Vim normalerweise, ich habe eine Vim, deswegen vertippe ich mich beim Nano ab und zu. Jetzt kann ich mal nochmal Cut, hallo Lua machen. Jetzt seht ihr, dass es da ist. Ich kann Lua Just in Time machen, wie vorher auch. Diese magische Zeile wird ignoriert vom System. Aber wenn ich momentan ist das hier praktisch das, was ich habe. Wenn ich jetzt sage chmod plus x auf Hallo Lua, dann wird Hallo Lua ausführbar. Dann wird es grün. Wie ihr seht, das x ist gesetzt. Ich kann das eben auch begrenzen auf, was weiß ich, aber man macht dann x für alle sozusagen alles gut. Und jetzt kann ich jetzt zum Beispiel sagen, hallo. Hallo. Jetzt würde das praktisch ausgeführt werden, als wenn ich einen richtigen Befehl habe. Das hier muss ich davor schreiben, weil die Shell geht ein Pfad durch. Und dieser Pfad ist Home bin und so weiter und so fort. Die aktuelle Directory ist nicht drin. Die ist nicht dabei. Also das hier ist nicht im Pfad. Das ist auch normal so. Es ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit man nicht aus Versehen was ausführt, was man gar nicht will. So, jetzt können wir zum Beispiel sagen, ich kopiere Hallo Lua nach Home bin. Und da soll das heißen Hallo. Jetzt habe ich in Home bin. Das Hallo reinkopiert. Ich kann auch jederzeit, jetzt brauche ich nicht mehr sagen, dass ich irgendwie das haben will. Jetzt ist das praktisch ein Befehl wie alle anderen Befehle auch. Habe ich praktisch einen neuen Befehl. Hallo.
weil er bei mir im Pfad ist. Im Pfad war hier oben, habt ihr gesehen, Homebin ist drin, da ist er jetzt drin. Das ist sozusagen diese Directory habt ihr momentan nicht. Ihr könnt ihr euch anlegen und da könnt ihr praktisch eure Programme reinschreiben und dann könnt ihr die praktisch so aufrufen. Ihr braucht diese Endung .lua braucht ihr nicht auf Linux. Das ist nur gemacht, damit ihr irgendwie halt ein bisschen seht, ah ja, das ist ein Lua-Programm oder sowas. Na, aber das System braucht das nicht. Hallo, hallo, funktioniert. So, das ist eigentlich auch schon mal irgendwie, das ist eigentlich auch schon fast alles, außer, dass wir jetzt zum Beispiel, wir wollen irgendwie, Miau wollen wir löschen, das ist weg. Wir wollen alles löschen, was hier ist. Ha, das geht nicht, weil das Entfernen von ganzen Dateien, von Verzeichnissen geht nicht. Ich kann das aber erzwingen, ich kann sagen, bitte geh rekursiv durch alle Dateien durch. Und dann ist alles weg, was da ist. Ja. Und ich kann zurückgehen und sagen, Tests, wenn ich nur eine Directory löschen will und nicht irgendwie, und falls da was drin ist, sagt man RMDIR, Test, wenn da irgendwas drin sein sollte, funktioniert das mich nicht, das ist toll. Warte mal, ich touche mal kurz in Test Nope und sage mal RMDIR Test. So, wie ihr seht, funktioniert das nicht. Ich muss entweder erst Test Nope löschen. Oder mit dem RM Stern minus R arbeiten. So, jetzt kann ich dir Test machen. Jetzt geht das. Jetzt sind wir wieder beim Anfang und wir haben irgendwie freundliche 16 Minuten. Das sollte reichen. Wir wollen den Server verlassen, deswegen sagen wir Exit. Und damit haben wir erstmal die Grundsachen da. Ach so, es gibt noch irgendwie einen anderen Editor, der heißt Vim. Dieser Editor ist das mein Editor, den ich gerne nehme. Und ich hatte gesagt, ihr könnt in der Bash RC könnt ihr einrichten, welcher euer Default Editor ist. Ich habe jetzt mal Vim aufgerufen, da läuft das ein bisschen anders. Vim ist ein bisschen anders als Nano. Da könnt ihr zum Beispiel hier unten reingehen und wenn ihr irgendwo, also ganz unten, hinschreibt, Editor ist gleich Vim, dann ist das der Default Editor. Wenn ihr hier hinschreibt, Editor ist gleich Nano, dann ist Nano der Default Editor. Das ist wichtig, wenn ihr zum Beispiel mit einem E-Mail-System arbeitet. Welcher Editor wird von eurem System genommen? Was ist der Editor eurer Wahl? Vim ist großartig, aber wenn ihr mit Vim arbeitet, geht mit dem Vim-Tutor durch. Das ist praktisch eine kleine Lektion, um damit zu arbeiten. Wenn ihr den verlassen wollt, Doppelpunkt Q für Quit, Doppelpunkt X für Speichern und Quit und Doppelpunkt W für. Sowieso, ihr habt irgendwie bei Vim habt ihr immer habt ihr ein anderes Interface. Gibt es irgendwie Videos zu auf YouTube, die könnt ihr euch reinziehen. Das geht jetzt ein bisschen zu weit. Das ist auf jeden Fall nicht das, was wir haben. Wir haben erstmal irgendwie grundsätzlich und wir loggen uns natürlich aus. Na, das war erstmal der Kurs. 16 Minuten Linux, Grundkurs. Ich lade das erstmal hoch.